herzlich willkommen bei meinem Workout Bauchbeindepot und Plus. Ich bin die Rosi, wer mich noch nicht kennt, und ich freue mich jetzt auf das Training mit euch. So, was wir brauchen, ist eine Matte. Auf der Matte stellt ihr euren Stuhl drauf. Achtet bitte drauf, dass der Stuhl stabil ist, damit die Sicherheit gegeben ist. Ja? Also das sollte wirklich fest am Boden sein, nicht wackeln. Und wie gesagt, am besten nimmt ihr noch eine Matte dazu, dann ist die Rutschgefahr nicht so groß. Ich würde sagen, wir starten. Viel Spaß und ich freue mich. So, schulterbreiter Stand, tief einatmen, ausatmen, die Schulter kreisen und noch einmal tief einatmen, ausatmen, die Schulter kreisen, einmal abstützen, zieh den Bauchnabel ein und mach einen runden Rücken. Mach dich rund. Rund und flach. Rund und flach. Mobilisation der Wirbelsäule. So, und das Ganze machst du noch zweimal. Roll dich auf. Side to side. So, Schulter kreisen. Und nochmal. Ohne Arme. Und die Schulter kreisen. Gib mir Step Touch. So, ganz einfaches Aufwärmen, gar nicht viel nachdenken. Bleib hier. Noch viermal, dreimal, zweimal. Und du gibst mir nochmal Side to Side. Öffnest die Arme, lösen und ab. Nochmal. Öffnen, öffnen, lösen und bleib hier. Go. Einmal noch. Go. So, bei der nächsten Runde kreuzst du die Arme und ab. Nochmal. Kreuzen und ab. So, noch einmal. Jawohl. Go. Step touch. Go. So, jetzt ein bisschen tiefer gehen. Spann die Arme an und wir gehen in Schulterhöhe hoch und ab. Stell dir vor, du hast Gewicht in den Händen und das Ganze nochmal achtmal. Siebenmal. Jawohl. So, hier ist ganz schön warm heute. Noch zweimal. Und wir lösen Side to Side. Nimm die Arme mit zur Seite. Mit Spannung. Jawohl. Noch viermal. Komm. Mehr Spannung. Ja. So, noch eine letzte Runde. Zieh die Ferse zum Po. Ja. Achtung, über die Seite ziehen. Zieh. Ja, zieh. Jawohl. Ranziehen. Über die Seite. Die letzten. Und bleib hier. Pushen. So, die letzten Sekunden. Dann haben wir es schon fast. Mit dem Aufwärmen. Marschieren. Ja. Schulter kreisen. Noch einmal. Und letztes Mal. Tief einatmen. Schulter kreisen. Und wir lösen. So, wir gehen in den schulterbreiten Stand. Zwei tief, zwei hoch. Go. Bleib hier, das Ganze ein bisschen schneller. Und jetzt. Tief und hoch. Tief. Schieb den Po nach hinten. So, das Ganze machen wir gleich auf dem Stuhl, beziehungsweise vor dem Stuhl. Gib mir nochmal acht Stück. Acht. Sieben. Schieb dein Gewicht auf die Ferse. Viermal, dreimal, zweimal, wir lösen und marschieren. So, auslockern, wir können kurz was trinken und jetzt zum Kräftigungsteil. Wir stehen mit dem Rücken zum Stuhl, schulterbreiter Stand,
schau auch, ob du richtig bist. In der Position stellst du dir vor, du setzt dich auf den Stuhl und kommst wieder nach oben. Ja? Auf zwei tief und zwei hoch. Po nach hinten schieben Richtung Stuhl. Denk dran, Po bleibt weg vom Stuhl. Ja? Tief gehen, andeuten und wieder lösen. Und jetzt ein bisschen schneller. Komm. Tief, hoch, tief. Komm, schieb dein Po nach hinten Richtung Stuhl. Die Arme kannst du, wenn du möchtest, angewinkelt nach vorne nehmen. Yeah. So, noch eine Runde. Dann setzen wir noch einen drauf und nehmen gleich noch die Arme mit. Wie sieht's aus? Können wir starten? Genieß hier ein bisschen die Sonne. So, du nimmst die Arme hoch und wieder ab. Nochmal. Arme hoch und wieder ab. Po nach hinten schieben und wieder ab. Arme hoch und wieder ab. Jetzt ein bisschen schneller. Komm. Tief und hoch. Tief. Ab. Setz dich ab, beziehungsweise deute es ab. Wenn dir das zu schnell ist, kannst du das gerne im eigenen Tempo machen. Kein Problem. Ja? Noch viermal? Dreimal? Zweimal? Und wir bleiben. Stopp. Hände an die Hüfte. Ganz kleine Bewegungen. Ganz kleine Pushs. Schieben jetzt das Bein hoch und stopp. Hoch und ab.
Minuten nach oben. Und wieder runter. Genau. Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Und das Ganze nochmal ab. Noch 8. Noch 7. Noch 6. Denk dran, hoch ganz fest machen, Bauch ganz fest machen. So, das Ganze machen wir noch eine Runde. So, noch 8. Noch 7. Achte drauf. Dein Standbein ist gebeugt. Das andere Bein gestreckt. So ähnlich wie ein Brett. So fest wie ein Brett. Und bleib hier. Wir ziehen das Knie ran Richtung Stuhl und schieben es mit der Ferse nach hinten weg. Ja? Nochmal ranziehen und wegschieben nach hinten. Nochmal ranziehen und wegschieben nach hinten. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schneller. Schieb die Ferse weg. Nochmal 8 Stück. Ja, 8. 7. Schieb die Ferse weg. Noch 4-mal. 4. 3. 2. Letztes Mal. Und wir halten. Ganz kleine Push. Ganz kleine Push. Ganz kleine Push. Mach weiter, nicht aufhören. Ich erkläre so lang was. Einfach weitermachen, ganz kleinen Push. Po anspannen, Bauch fest, ganz fest machen. Immer weitermachen. Nochmal. 4, 3, 2, letztes Mal. Ranziehen, runden Rücken ziehen und wieder flach. Runden Rücken ziehen und wieder flach. Wir bleiben in der Position. Stützen uns mit den Unterarmen ab. Bein nach hinten. Beide Beine nach hinten. Und einfach hier bleiben. Achte drauf. Bauch fest, Po fest. So, jetzt können wir eine Weile hier bleiben. Ich genieße die Sonne. Ich bräune mich jetzt ein bisschen. Hier so. Genießt es, ja? Spür die Bauchmuskulatur. Halten, halten, halten. So, spann alles an. Bauch fest, Po fest. Und jetzt hebst du die Beine im Wechsel an. Du kannst sie leicht öffnen. Leicht geöffnet. Und spürst du was? Also ich schon. Bauch fest! Ich weiß, man muss an so viel denken, aber das kennt ihr schon. Komm. Gib mir nochmal 2. Und nochmal 2. Halten, stopp! Die letzten Sekunden! Einfach nur halten und abwarten. Eieiei. Noch 4. Noch 3. Reinziehen. Abstützen. Komm nach oben. Schulterkreis. Alles gut bei euch? Hier ist es schon schön warm. Aber dafür schwitze ich umso mehr. Wir wechseln die Seite. Das heißt, wir nehmen das andere Bein nach vorne. Verlagern das Gewicht nach hinten. Festhalten. Bein anheben, hoch fest, Bauch fest und jetzt schiebst du das Bein hoch, on up, hoch, on up. Stell dir vor, jemand zieht dein Bein nach hinten oben, hinten oben. Ja, yeah, schieb das Gewicht bzw. verlagere das Gewicht mehr nach hinten. Ja, spür deine Po-Muskulatur, Oberschenkel, Rückseite. Jawohl. So, das Ganze machen wir noch eine Runde. Hoch und stopp. Hoch und stopp. Denk dran, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Noch 4. Noch 3. 2. Bein ranziehen. Und wir gehen wieder mit der Ferse nach hinten. Und wieder ab. Weg.
wegschieben und wieder ran. Nochmal wegschieben und wieder ran. Jetzt machen wir das Ganze mit ein bisschen mehr Power. Achtung! Jetzt, komm! Und schieben und ran. Schieben und ran. Schieben und ab. Und ab. Ja, weg. Schieb die Ferse weg. Komm. Stell dir vor, du schiebst was weg. Und das Ganze nochmal achtmal. Komm, acht. Wegschieben und wieder ranziehen. Po fest, Bauch fest. Denk dran. Ihr macht weiter, ja? Nicht aufhören. So. Wir bleiben und machen wieder hier ganz kleinen Push. Ganz kleine Push. Ganz kleine Push. Go, go, go. Po anspannen. Die Po-Seite, die oben ist, die spannst du ganz fest an. Ah. Du machst immer weiter. Po fest anspannen. Von Po bis zur Ferse, wie ein Brett. Ganz fest machen, ja? Bauch fest, Po fest. Machst du mal weiter. Die letzten machen wir zusammen, ja? Ganz kleine, komm. Vier. Drei. Zwei. Ihr habt schon welche, gell? Deswegen reicht's. Roll dich langsam auf. Schulter kreisen. Puh. Durchatmen. Ausschütteln. Wenn wir schon hier sind, machen wir noch eine letzte Übung. Und zwar Liegestützen. Wir greifen rechts und links, strecken ein Bein nach dem anderen nach hinten aus. Hüftbreiter Stand. Auch hier, Bauch fest, Po fest. Und ich verspreche euch, so viele machen wir nicht. Achtung, vier, drei, zwei und die Ellenbogen nach außen. Komm, tief. Ich muss mal zurück. Tief. Bauch fest, Po fest. Ich rutsche hier ab, ich schwitze. Ihr macht weiter, auf geht's. Tief und hoch. Alles anspannen, Bauch fest, Po fest. Ellenbogen gehen nach außen. Und gib mir nochmal vier, drei. Und die letzten machen wir zusammen. Komm, acht, sieben, sechs, fünf. Auf geht's, die letzten vier. Leicht geschafft. Noch einen. Und wir lösen. Ein Bein nacheinander vor. Roll dich auf. Schulterkreise. Und wisst ihr was? Jetzt dürft ihr auf dem Stuhl sitzen. Toll, oder? Wir setzen uns einfach auf den Stuhl. Kurz durchschnaufen. Wenn du willst, kannst du auch kurz was trinken. Und jetzt gehen die Hände an den Stuhl. Richte dich auf. Achte drauf, dass zwischen Lehne und Rücken etwas Platz ist, ja? Also nicht angelehnt, sondern etwas weg. Beine anheben, Bauch einziehen, festhalten, festmachen und wir kreuzen. Du musst so mit dem Po in der Mitte von der Sitzfläche ungefähr sein, ja? Dann hast du die richtige Position. Oder? So können wir weitermachen. Yeah. Ich genieße die Sonne. Und mach so weiter. Auf geht's. Noch easy. Aber wenn wir das Ganze noch ein paar Mal machen, dann dauert das. Durchatmen. Komm, gleich geschafft. Rücke gerade. Und das Ganze noch eine Runde. Komm, acht. 7, 6, 5, noch 4, 3, das sind langsame 8, 2 noch einmal und wir lösen Schulterkreis. Komm nach oben, auslösen, locken, durchschnaufen. Wir machen noch ein bisschen was für den Bauch, das heißt, wir gehen einen großen Schritt nach hinten. Gehen in die Knie
über die Seite mit den Füßen Richtung Stuhl. Und zwar so, dass die Fersen gegen die gegen die Sitzfläche drücken. Ja? Wenn du die Position hast, kannst du dich nach hinten rollen, abfallen lassen. Jetzt noch ein bisschen vorrutschen. Okay. Ellenbogen aufstellen. Ganz eng am Körper die Oberarme. Kinn so leicht zum Brustbein. Schau nach oben. Ich schaue jetzt den schönen Himmel an. Und dann drückst du dich nach oben und wieder ab. Aus den Armen heraus drückst du dich nach oben und wieder ab. Nochmal hochdrücken und wieder ab. Hoch und wieder ab. Schieb dein Brustbein Richtung Decke. Dein Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Ja, hoch. Und wir lösen. Nochmal schieb hoch und ab. Achte drauf, Rücken gerade zu halten. Nochmal, hoch und ab. Ganz wichtig, gleichmäßig weiteratmen. Du kannst zwischendurch gerne eine Pause machen, überhaupt kein Problem. Achte auf dich. Wie gesagt, für jeden was dabei, ja? So, komm hoch. Ja, hoch und ab. Noch einmal. Ja, hoch und ab. Noch einmal. Bleib hier. Kleine Pause. Durchschnaufen. Drück die Fersen gegen den Stuhl. Daumen an die Schläfe. Schultern heben vom Boden. Und jetzt machst du eine kleine Schiebbewegung nach oben und stopp. Hoch und stopp. Eine ganz kleine Bewegung reicht aus. Erstmal. Hoch und ab. Nochmal. Hoch und ab. Eine Runde noch, komm, hoch und ab. Mach so weiter. Bei der nächsten Runde hebst du beim Hochgehen den Po etwas mit an vom Boden, ja? Etwas anheben vom Boden und wieder lösen. Mach's mal langsam und wieder ab. Po vom Boden anheben und wieder ab. Nochmal, Po anheben vom Boden und wieder ab. Anheben vom Boden und wieder ab. Jetzt schneller, komm, hoch und ab, hoch und ab, hoch und ab, hoch und ab, komm, hoch und ab. Machst du weiter. Ein Hochgehen, Po mit anspannen und ein bisschen vom Boden lösen. Ja? Du brauchst gar nicht so eine große Bewegung machen. Anspannen, etwas vom Boden lupfen, beides gleichzeitig machen. Dann spür das. Ja. Ihr macht immer schön weiter, ja? Jetzt kommt die Biene zu mir. Achtung. Immer weiter. Ja, gut. Vorne. Ihr seht, ich mache eine kleine Bewegung. Einfach nur anspannen. Ab. Ja. Hoch und ab. Hoch und ab. Die letzten. 4, 3. Stopp, bleib hier. Kurze Pause. Durchschnaufen. Alles gut? Wir nehmen nochmal die Hände nach vorne und machen ganz kleine Bewegungen. Ganz kleine Bewegungen. Wenn du möchtest, kannst du auch eine Hand unterm Kopf legen. Ja? Und dann auch wechseln. Ganz kleine Bewegung. 8, 7, 6, 5. Noch 4. Noch 3, 2. Und wir lösen. Eine Pause. Durchschnaufen. Mach dich lang. Eine letzte Bauchübung habe ich für euch. Kopf ablegen. Die Hände könnt ihr unterm Po legen. Und links, eine hoch und jetzt gehst du ganz langsam Richtung Stuhl und wieder hoch. Richtung Stuhl und wieder hoch. Ja, der Kopf bleibt unten. Ich hebe jetzt nur mal kurz an, um euch das zu zeigen. Ja?
Schau her, die Beine gehen Richtung Stuhl, berühren aber den Stuhl nicht. Bauch fest. Drück die Wirbelsäule fest gegen den Boden. Zieh den Bauchnabel Richtung Boden. So, noch einmal. Go. Letztes Mal. Und bei der nächsten Runde bleiben wir hier stehen und machen ganz kleine kreuzende Bewegungen. Wie vorher im Sitzen machen wir sie jetzt hier. Wichtig ist, dass du deinen Rücken fest gegen den Boden drückst und den Bauchnabel einziehst. Ja? Ganz fest. Ganz kleine Bewegung. Kreuzen. Kreuzen, kreuzen. Oh. Feste kreuzen. Ja. Stopp, bleib hier. Zieh ran. Kleine Pause. Das war's noch nicht. Wir machen es noch einmal. Jetzt haben wir uns erst dran gewöhnt. Das heißt, jetzt kommen wir erst richtig in den Geschmack. Hände wieder unterm Po. Beine gestreckt bzw. ganz leicht gebeugt. Wirbelsäule gegen die Matte. Bauch fest, Po fest. Und jetzt durchatmen. Und wir gehen wieder auf 2 tief, 2 hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Nochmal. Tief, tief, hoch, hoch. Ah, spür die Bauchmuskulatur. Komm. Eine letzte Runde. Dann wisst ihr, was kommt. Das Kreuzen. Ja? Genießt es noch. Atme immer gleichmäßig weiter. Komm. Ah. Noch einmal. Stopp, bleib hier. Und jetzt alles anspannen und kreuzen, kreuzen. Egal mit was du anfängst. Rechts oben, links oben, ist egal. So, jetzt kam das Schwäbisch wieder raus. Kreuzen, kreuzen. Mach so weiter. Ist mir ein bisschen unvorteilhaft hochgekommen. Einfach so weitermachen. Kreuzen, kreuzen. Wichtig, Rücken gegen den Boden drücken. Bauch anspannen, Bauchnabel Richtung Boden und mach weiter. Ihr macht weiter, ja? Nicht aufhören. Ich kenne euch doch. Sobald der Trainer spricht oder weg ist, hören die Teilnehmer auf, denken sie, es gibt Pause. Nein, auf mein Kommando. Komm, die letzte. 8, 7, 6, 5. Gib mir nochmal 4, 3. 2 und ein letztes Mal. Und wir ziehen nochmal die Beine ran und kreisen die Wirbelsäule. Beziehungsweise massieren sie auf der Matte. Durchatmen. Habt ihr das gespürt? Also ich schon. Und mir schaut richtig warm. So, lass dich über die Seite fallen. Stütz dich ab. Erstmal richten. Kurz warten wegen Kreislauf. Wenn es dann geht, stützt du dich auf die Matte ab, auf dein Knie und kommst über die Seite nach oben. Erstmal alles wieder richten, ausschütteln, locker, alles locker, durchschütteln, Schulter kreisen und wir kommen zum Cooldown bzw. Stretching. Trink kurz was, ich wechsle kurz die Musik. So, ihr trinkt noch was, ich bin gleich soweit. Such nur die Stretching-Musik. Und ich hab sie schon. Ihr könnt einfach stehen bleiben. Du kannst wieder vor die Matte gehen, auf der Matte stehen, das ist egal. Und tief einatmen. Schulter kreisen. Doppelte Schulterbreite. Fußspitzen zeigen nach außen und du gehst einmal tief. Bleib hier. Aufrecht bleiben, Arme bzw. Hände abstützen. Ein bisschen tiefer. Stütz dich ab und jetzt gehst du über die Seite. Schieb sein anderes Bein noch ein bisschen weg.
die Fußspitze zeigt nach vorne. Bleibst einfach mal hier eine Weile. Gehst noch ein bisschen tiefer. Achte drauf, unter der Fußspitze. Du kannst ja einfach mal ein bisschen durchschnaufen. Wechsle die Seite. Fußspitze ausdrehen. Und die andere zeigt wieder nach vorne. Achte wieder drauf. Knie hinter der Fußspitze. Und jetzt kann man wieder durchatmen. Es wird auch ein bisschen hier kühler, beziehungsweise nicht mehr Schatten. Komm wieder zurück, abstützen und einen runden Rücken halten. Bleib. Schau her. Runden Rücken halten. Geh nochmal flach. Bleiben. Und über die Seite nach oben. Einmal kreuzen. Vorsichtig am Arm halten. Und über die Seite ziehen. Mach eine kleine Drehbewegung nach vorne. Und komm wieder zur Seite. Komm nach oben. Streck dich lang. Lösen. Und wir wechseln die Seite. Vorsichtig ziehen, ja? Schön vorsichtig. Mach jetzt eine kleine Drehbewegung nach vorne. Rumpfmuskulatur. Über die Seite. Komm nach oben. Streck dich lang. Schulter kreisen. Die rechte Ferse nach oben. Oberkörper vor. Po nach hinten schieben und die Fußspitze ziehst du ran Richtung Brust. Absetzen und wechsle die Seite. Ferse aufstellen, Oberkörper vor. Ich zeig's euch mal über die Seite. Po nach hinten schieben, Fußspitze ranziehen zur Brust. Absetzen, Schulter kreisen, nochmal doppelte Schulterbreite, tief einatmen, ausatmen, noch einmal tief einatmen, ausatmen, die Beine schließen, tief einatmen, ausatmen, halten, rechte Hand, linke Hand. Vielen Dank fürs Mitmachen!